So, heute nochmal hier aus meinem Käferzimmerchen mit einer, ja, ich wollte fast sagen Neuvorstellung, aber ist es eigentlich nicht, weil ich hatte diese Art 2019 schon mal begonnen zu züchten, aber nie zu Ende gebracht. Die Rede ist hier von Megasoma Actaeon oder Actaeon, ja, so wie man es auch denkt. Genau, da habe ich mir jetzt hier nämlich mal 15 Larven zuschicken lassen und die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Die Larven sind alle noch L1. Ja. Megasoma Actaeon. Ja. Schöne Tiere. Ich zeige euch das hier gerade nochmal aus dem schönen Ratgeber Riesenkäfer. Ne, hier sehen wir die Verbreitung der Tiere. Panama, Kolumbien, Venezuela, Französisch-Guinea, Suriname, Brasilien, Ecuador, Peru, Bolivien, also relativ weit verbreitet. Wir haben schöne Tiere. Ich bin ganz gespannt, was das am Ende wird. Ist natürlich ein langwieriger Prozess, weil die Tiere auch bis zu 3 Jahre Entwicklungsdauer haben. Ja, wobei die Larve dann am Ende, naja, Maximalgewicht von 160 Gramm erreichen sollte, könnte, möchte. Und die Weibchen so um die 95 Gramm. Ne? Ja. Ich habe hier schon meine 5-Liter-Box vorbereitet mit Flakesoil. Und jetzt gucken wir erstmal, wie die Tiere hier aussehen. Wie gesagt, die sind heute gekommen. Ja, hier fallen sie doch schon alle raus. Ja. Megasoma Actaeon. Ja. Haben wir schon mal eine schöne L2. Ja, frisch, also relativ frisch gehäutet, sieht man an der hellbraunen Kopfkapsel. Wiegt, wenn sie sich schon wiegen lässt, 2 Gramm. Ja, 2 Gramm. Das ist noch sehr wenig, wenn man sich überlegt, 160 Gramm im Endgewicht. Aber wissen wir, wo die Reise noch hingeht, ne? Genau. Das Tier wollen wir jetzt auch nicht länger. Hier seht man, wie klein die noch ist, ne? Klitzeklein. Ja, 2 Gramm. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Hier haben wir eine schöne L1. Sehen wir jetzt hier auch an der Kopfkapsel, ne? Relativ klein. So wie eben. Vom Gewicht her wird sie ungefähr gleich sein. Ja, auch 2 Gramm. Hier haben wir noch eine. Auch eine L2 wieder. Ja, wird auch so um die 2 Gramm liegen. Denke ich mal, fühlt sich zumindest so an. Das waren jetzt 3. Jetzt haben wir hier 4. Das ist noch eine schöne L1. So klein. Wenn man sich überlegt, wenn die nachher mal so groß sind. Ja. Da muss schon noch ein bisschen Gewicht zugelegt werden. Ne? Hier wieder eine schöne L1. Und so klein in der Kopfkapsel, herrlich. So, 1, 2, 3, 4, 5. Nochmal eine L1. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14. Ja, wo ist denn er? Hier ist Nummer 15. Alles klar, die Tiere sind erstmal alle da. Hier, ja. Ich habe jetzt hier schon mal so kleine Löcher vorbereitet. Dort lege ich die Tiere jetzt erstmal rein. Ist erstmal eine 5-Liter-Box, die können da erstmal noch ein bisschen vor sich hin fressen und wachsen. Ja. Bis sie dann in größere Boxen gesetzt werden. Aber wie gesagt, also 160 Gramm im Endgewicht. Da möchte man auch nicht so viele Larven in einer Box haben. Ja, also das Höchste sind 22 Liter Boxen, die ich hier verwende. Das heißt, da werden erstmal nur dann später im L3-Stadium 2 Tiere reinkommen, ne?
Ja, also hier sind eigentlich alles noch schöne L1, bis auf die zwei, die ich da vorhin rausgeholt habe. Die hatten sich schon ins L2-Stadium gehäutet. Ja, hier alles noch ganz kleine L1. Megasoma, Arcteon. Ich bin ganz gespannt, wo die Reise am Ende hingeht. Ja. Bis zu 3 Jahre in der Entwicklungszeit. Von der kleinen L1 bis zum fertigen Käfer kann das schon dauern. Ja. Also da muss man echt viel, viel Zeit und Geduld mitbringen bei den Tieren. Aber am Ende lohnt es sich. Ja. Oben noch die Tiere und dann sind sie schon weg. Ja. Genau, wie gesagt, schönstes Flake Soil hier, ohne irgendwelche Zusätze. Das mache ich bei den Tieren immer nicht, bei den Riesenkäfern. Ja, und gucken wir einfach mal, was die Natur dann so hervorbringt. Ne? Also wie gesagt, wenn man hier solche Männchen dann irgendwann rauskriegt, wäre das schon ordentlich. Ne? Weil sie auch bis zu 6 cm in die Breite gehen können. Also es ist schon dann ein relativ großer, ja, ein relativ wuchtiger Käfer, den man dann so in der Hand hält. Ja. Genau. So, das war auch schon alles. Megasoma, Arcteon. Wir gucken mal, wo die Reise hingeht. Ich halte euch hier auf alle Fälle auf dem Laufenden. Bis dann.